Hallo und herzlich willkommen bei Mafia 2. Wir haben heute zwei Gäste. Einmal den Jason, der jetzt immer dabei sein wird bei Mafia und wahrscheinlich diesen GTA Let's Plays einfach als Mitkommentator. Ja. Und dann haben wir noch so einen Steven, das ist unser, sagen wir mal, Webseitentechniker. Wir wollen ja alle aus unserem Team mal vorstellen. Hallo Steven. Ja. Sag mal den Zuschauern hallo. Jo, hallo. Der wird nicht viel sagen, weil er selber dauernd zockt. Ach so, stimmt, ihr kennt ja schon Steven von Fahrrad in Vegas. Oh. Okay, jetzt töten wir einen Chinesen oder schlagen ihn wieder zusammen. Reichen Sie aus. Okay, was soll ich dann machen? Viele schnelle Schläge, damit er müde wird. Dann vergisst er seine Deckung und du haust voll drauf. Aber das ist ja noch einfach. Zeig denen, was du drauf hast. Da kommen ja noch schwerere Kämpfe. Wie du ein Glückskeks, wenn er euren Mann zum Frühstück verputzt hat? Und wie geht's euch so? Gut. Ich sitze im Knast und verprügeln den Chinesen. Au. Ah, der hat mich gerade geschlagen. Ja, der macht es. Oh, scheiße. Der ist ziemlich... Letztes Mal war ich besser drauf. Gleich dir fliegen deine Knochen um die Ohren. Ey, jetzt... Das Kick gibt es auch gleich einen aufs Tor. Hätte fleißiger üben sollen. Ey, jetzt reicht's mir aber. Ey, wenn du mich noch einmal schlagst, dann raste ich aus. Komm, schlag. Schlag. So, voll auf die Fresse. Sein Meister nicht wird zufrieden sein. So, und gegen's Kinn gekickt. Blut aus der Fresse. Aha, das nicht passiert, wenn er im Stil des Tigers kämpft. So. Alter. Wie schnell der war. Abmarsch. Du kommst zu spät zur Arbeit. Halt's Maul, du scheiß Wache. Du regst mich schon wieder auf. Ich weiß, ich bin im Gefängnis, ich muss auf die Wärter hören, aber normal würde ich hier lieber alle Wärter töten. Weil die mich aufregen. Die prügeln einfach Leute einfach so zusammen mit ihrem Knüppelschlagstock. Da. Ohne Grund. Hört mal, Mr. Galanti hat Vito heute freigegeben. Alles klar. Gewöhn dich aber nicht dran, Scaletta. Gut. Komm mit, Vito. Und der nächste Kampf wahrscheinlich. Trainieren wir noch ein bisschen? So ähnlich. Wart's ab. Morgen, Junge. Morgen, Mr. Galanti. Gibt's heute kein Training? Nicht direkt. Die Schwarzen haben uns herausgefordert. Aber ich will nicht riskieren, dass Pepe vor seinem großen Kampf gegen O'Neill was abkriegt. Am besten du springst ein. Wird eine gute Übung für dich. Komm schon. Nicht schwarze, stark pigmentierte. Der Kerl, gegen den du boxst, ist ein zäher Hund. Aber nicht besonders helle. Kämpft mit dem Herz, nicht mit dem Hirn. Mach ihn wütend, dann vergisst er seine Deckung. Das Wen ist deine Chance. Da? Okay, den los geht's. Wuchtelpüppchen keine Chance. Den Hintern. Den prügel ich so durch, dass es seine Großmutter noch spürt. Eins ist klar, ihr Bleichgurken verliert. Oh. Ach komm, versuch doch nicht gerade Oberschlimmer vermöbelt. Versuch doch. Egal, ob er gewinnt oder verliert, das wird kein Zuckerschlecken für den Penner. Legt sich während der Arbeit auf die faule Haut. Jetzt kriegst du aber eins aufs Maul. Brot geht runter! Oh Mann, wer hat dem hat das Boxen beigebracht? Hat der mich gerade Weißbrot genannt? Jetzt pack ihn, Vito! Mach ihn fertig! Das ist deine Chance! So, jetzt mach ich ihn fertig! Schick ihn auf die Presse, Vito! Zeig den Fuß! So, hier hast du dein Weißbrot! Los, auf, gib mir so... Verdammt gut gemacht, Junge! Verdammt gut! Ach Mann, ich bin so nicht mehr ganz normal auf den Server hier. Achtung, Wärter im Anmarsch. Und jetzt gibt's gerade einen Mega-Lag.
Was ist das hier? Gruppenwichsen mit anfassen? Hey, mitkommen, Skeletta. Besuch für dich. Für mich wartet Besuch. Dann gehen wir da mal hin. Ah, hallo, Vito. Hey, Franny. Ah, nee, das war nur mega lecker. Wie geht es dir? Es geht mir gut. Sehr gut. Danke. Und wie läuft's so? Tja, ich bin hier, weil ich dir was sagen muss. Ich werde heiraten, Vito. Oh, Madonna, das ist toll. Eigentlich hätte er mich vorher um Erlaubnis fragen müssen, aber ich freue mich für dich. Du bist im Gefängnis, Vito. Das ist doch furchtbar. Wie konntest du es so weit kommen lassen? Der Richter hat mir schon eine Standpauke gehalten. Ich brauche nicht noch eine. Sei so nett. Lass uns das Thema wechseln. Vito, ich muss dir noch was sagen. Es geht um Mama. Raus damit. Was ist mit ihr? Sie ist krank, Vito. Sehr krank, schon seit Wochen. Und es wird einfach nicht besser. Hör zu, Franny. Geh zu Joe. Er soll dir mein Erspartes geben. Hol den besten Arzt, den du finden kannst. Und den Rest behältst du als Hochzeitsgeschenk. Vito. Das meine ich ernst. Ich werde es in den nächsten Jahren nicht brauchen. Die Zeit ist leider schon um. Und pass gut auf Mama auf. Sag ihr, ich hab sie lieb. Das mache ich. Und danke, Vito. Wiedersehen. Los, los, Skeletta! Eure Scheißhäuser putzen sich nicht von allein! Also, die Mutter unseres Hauptcharakters hier ist jetzt also krank. Schwer krank. Und das während wir im Knast sitzen. Ich frag mich, in welchem Gefängnis ich eigentlich bin hier. Ah, du bist also die neue Putzfrau. Ja, bla bla bla. Ich hab schon mit den ersten paar Folgen GEMA-Probleme bekommen. Ich muss nicht noch mehr GEMA-Probleme bekommen. GEMA. Leg los, hier will ich's blitzsauber haben. Hey, blitzschnell, haltet jetzt die Klappe. Und zwar alle. Ja, ich muss Pissoir putzen. Okay, mach Putze. Ja, ja, mach ich Pott. Ihr seid echte Kulturbanausen. So, so ist das fertig. Schön schrubben, am besten noch das Gesicht reindrücken. So sah es gerade aus. Ja, schrubben. Wegschrubben, genau. Wo hängt's, Mann? Putz weiter, sonst setzt's was. Da habe ich gerade geputzt, du. Jetzt pinkelt er wieder da rein. Ey, manchmal könnte ich Wärter hier umbringen. Einfach nur, weil sie es verdient haben. Hey, das ist immer noch voller Dreck. Das ist immer noch voll Dreck. Sag's nochmal. Ich geb dir gleich Dreck in die Fresse. Kriegen mich echt auf die Wärter. Noch einmal mit deinem Stock. Hör auf, mit deinem Stock so hässlich zu tun. Ich schlag dir gleich deinen Stock in die Fresse. 10-mal so lange, bis dein Gehirn an der Wand ist. Was? Schloss mich an. Okay, das reicht. Jetzt darfst du mit dem restlichen Kropfzeug unter die Dusche gehen. Vorwärts. Ja, eine kaputte Toilette. Okay, Skeletta. Klamotten runter und ab unter die Dusche, wenn ich bitten darf. Also ich versuche mich immer auf den Stand zu halten. Jetzt gehen wir gerade duschen. Ich dusche mich hier gerade. Wieso dauert das so lang? Bewegt eure Ärsche! Hey, Frankie. Wir haben hier noch eine Kleinigkeit unter Männern zu erledigen. Geh raus und rauch mal eine Kippe.
Geht klar. Amüsiert euch gut, ihr perversen Säcke. Ich finde deine Narben ziemlich aufregend, mein Hübscher. Woher hast du die? Tut mir leid, Schwuchtel. Du hast dir den falschen Arsch ausgesucht. Wir können's auf die sanfte Tour machen. Oder auf die harte Tour. Such's dir aus. Ich geb dir einen Rat. Fick lieber deine Knastschwester. Oder noch besser. Fick dich selbst. Okay. Ich mag's sowieso lieber hart. Uns versuchen gerade in der Dusche drei Leute zu vergewaltigen. Jetzt steigt mir bei. Mehr davon, Zuckermäuschen. Das macht mich scharf. In der Dusche. Kennst du immer aus diesem Knastfilm, wenn die einen vergewaltigen wollen? So ist es hier gerade. Beeil dich denn, Bee, wir haben nicht viel Zeit. So, jetzt schlage ich den gerade weg. Boah, voll gegen Kopf, nochmal dagegen treten. Der nächste kommt. Kriegt auch gleich eine aufs Maul. Komm, schlag zu. Oh, scheiße, der kann kämpfen. Also, er hat gesagt, ich kann kämpfen, aber der hat mich geschlagen. Also einmal. So, jetzt gibt's eine so aufs Maul. Nochmal. Komm, schlag doch. So. Was? Hey, hey! Moment! Was zum Teufel geht hier ab? Rein und wo ist Frank? Unter. Nur weil du geholfen hast. Nur weil ich mich gewehrt habe. Rein mit dir, du kennst das ja. Oh, und das ist heute für dich gekommen. Wirf mal einen Blick drauf. Könnte wichtig sein. Dicken an Golf. So, jetzt kriegen wir eine Nachricht. Mama war gestorben, während Francesca mich besuchte. Statt für einen guten Arzt und ein Hochzeitsgeschenk ging jeder Penny, den ich besaß, für die Beerdigung drauf. Mr. Galanti will dich sprechen. Komm mit. Unser Hauptcharakter, seine Mutter, ist jetzt gestorben. Oh. Ziemlich traurig. Schön, dich zu sehen. Was ist passiert? Die Iren wollten ihre Chancen verbessern. Ein paar von ihnen haben Pepe gestern aufgelauert. Das waren mehr als nur ein paar. Wir sollten ihnen diese Scheiße nicht durchgehen lassen. Was habt ihr denn vor? Pepe hat sich was ausgedacht. O'Neill trainiert gerade. Und zwar Mutterseelen allein, hinten bei den Hanteln. Keine Wachen, weit und breit. Prügel die Scheiße aus ihm raus. Brich ihm ein paar Knochen, wie sie es bei mir gemacht haben. Alles klar? Ja, alles klar. Na dann, komm mit. Hals- und Beinbruch. So, der Typ, Ich stehe hier schmiere. Wenn Wärter kommt, gebe ich laut. Okay. Dann los, zeig's ihm. Der, wo uns als erstes verprügelt hat im Knast, den machen wir jetzt fertig. Hey, O'Neill. Mhm. Ich habe ein Wörtchen mit dir zu reden. Das trifft sich gut. Ich mit dir auch. Komm her, Tussi. Von wegen. Oh, Alter, reicht's dir? Nochmal. Fester. Das ist sozusagen der ganz Bosskampf. Nett, Tussi. Nochmal, ja, sorry, ich kenne das Spiel halt schon. Ich will nicht zu viel spoilern, aber es ist der Bosskampf vom Gefängnis. Meine Ma hat mich schlimmer vermöbelt. Mehr hast du nicht so, drauf? Ich bin wieder zurück. Meine Freundin hat gerade mal angerufen. Diesmal sind keine Wärter da, die dir helfen können. Oh, Scheiße, der prügelt mich gerade. Danke, Steven. Danke für die Unterbrechung. Ich werde gerade wegen dir tot geprügelt. Das ist echt, ja. Gebe ich dir Steven, den Rest. Mann. Diesmal reite ich dir. Ich habe nur noch Hälfte Leben. Also die Hälfte Leben und der steht immer noch. Alter, wie ich denn niederhau. Scheiße, bist du aus Beton? Da musst du dich schon mehr ins Zeug legen, Süßer.
Okay, ich habe ein Dreiviertelleben. Oh, Alter, wenn der zuschlägt. Er zieht ein Messer. Er zieht ein Messer. Er versucht uns abzustechen gerade. Mhm. Oh, shit, 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 shit. Halt deine Fresse! Ach, geil! Die Folge musst du dir ansehen. Guck, der schneidet dem. Der schneidet dem die. Es wurde alles geregelt. Sie haben nie herausgefunden, wer es war. Leo kannte die richtigen Leute und ließ mich in seine Zelle verlegen. Naja, es war eher eine Suite. Das Leben wurde von Minute zu Minute besser. Und Vito? Was hast du vor, wenn du aus diesem Drecksloch rauskommst? Weiß ich noch nicht. Eins steht jedenfalls fest, ich arbeite nicht wieder für Clementi. Ja, halt dich am besten von dem alten Schweinehund fern. Glaub mir, Alberto ist nur ein dummer Wichser. Und den Anwalt hat er dir garantiert nur spendiert, damit er aufpasst, dass du nicht singst. Aber keine Sorge, das wird ihm noch leid tun. Leute für Geld in die Familie aufzunehmen, das verstößt gegen unser Gesetz. Ich bin gespannt, wie er das begründet. Muss er das? Ich dachte, Clementi ist der Boss. Du hast offenbar keine Ahnung, wie der Laden läuft. Pass auf, es gibt mehr als eine Familie in Empire Bay. Es gibt drei. Und jede kontrolliert ihr eigenes Gebiet. Für alle gelten dieselben Gesetze. Und wenn es Unstimmigkeiten gibt, treffen sich die Familienbosse und klären die Sache. Auf höchster Ebene. Na toll, heißt das, ich krieg auch Ärger? Nein, 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 wie kommst du denn darauf? Du bist jung, hast Krebs und du kannst deinen Mund halten. Du bist genau die Sorte Mann, die jeder gern in seinen Reihen hat. Ja, aber ich kenne die anderen Typen nicht mal. Neben Clementi gibt es noch zwei Bosse. Der eine ist Carlo Falcone, der andere Frank Vinci. Carlo ist jung und ehrgeizig. Der Kerl ist völlig durchgeknallt. Ja, das auch. Ein Emporkömmling, während Don Vinci ein Ehrenmann ist. Er hält auf Tradition. Sie kennen die beiden? Tja, könnte man sagen. Ich bin Frank Vincis Consigliere. Ein normaler Rentner kann sich sowas kaum leisten. Weißt du was, Vito? Ich komme in ein paar Monaten raus. Und dann sehen wir mal, ob wir an deinem Strafmaß was drehen können. Pepe, komm her. Probier mal. Kapitel 7. In Gedenken an F. Potenza. Empire Bay, 10. April 1951. Aber das sehen wir in der nächsten Folge. Das war's. Ja. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.